Eigentlich sei sie kein politischer Mensch, sagt Eike Ziehe über sich selbst. Aber es sei Zeit gewesen, den Mund aufzumachen. Die Maschinenbauingenieurin hat die Petition »Keine Windkraftanlagen mehr in Dithmarschen« gestartet. Und dafür im Internet mehr als 2700 Unterschriften gesammelt. Mein Herz hängt an dieser Sache. Ich bin in Dithmarschen geboren. Ich möchte dort leben mit meiner Familie. Wir haben uns 1996 dort ein Haus gebaut, im charakteristischen Landschaftsraum, auf der Kulturlandschaft Dithmarscher Schweiz. Wir leben am Wald und wir möchten da leben und unsere Natur genießen. Vor ihrem Haus in Wellenbüttel bei Telling steht wollen Investoren einen Windpark bauen. Mit mehr als 200 Meter hohen Windrädern. Eike Ziehe meint aber, es gebe in Dithmarschen schon heute zu viele Windräder. Die Landschaft müsse geschützt werden. Im Petitionsausschuss sagt sie heute, wegen der lauten Windräder könnten die Menschen dort schlechter schlafen. Beim Ausbau ging es nur noch ums Geld. Wenn man die Energiewende will, dann ergeben sich natürlich Veränderungen. Und das ist, der Mensch ist von der Grundnatur her konservativ und erstmal einer Veränderung in seiner Umgebung gegenüber kritisch. Ich glaube, die nachfolgende Generation, die damit aufwächst, wird es schon ganz anders sehen. Die Petition hat zumindest bewirkt, dass der Landtag sich nochmal intensiv damit befassen wird. Vorsichtshalber will Eike Ziehe aber eine eigene Bürgerinitiative gründen und sich weiter gegen neue Windräder wehren. Im regionalen Bildungszentrum in Kiel, in dem die Informationsveranstaltung der Landesregierung zum Thema Windausbau gerade läuft, da gibt es 600 Plätze und die sind alle besetzt. Das Thema scheint vielen Menschen sehr wichtig zu sein. Silvia Aust ist für uns vor Ort. Silvia, sind es denn vorwiegend Windkraftgegner, die da heute sind? Nein, Harriet, es sind bei weitem nicht nur Gegner, die in diesem mit 600 Menschen wirklich super gut besuchten Saal heute zusammengekommen sind. Das Thema polarisiert, muss man sagen, in die, die den Ausgang bremsen wollen und die, denen er bei weitem nicht schnell genug geht. Wir hören mal in zwei Stimmen rein. Über 300 Anlagen liegen auf Eis durch das OVG-Urteil und das ist natürlich fatal für alle Beteiligten. Die Gegner freut es zurzeit, aber hilft letztendlich der Umwelt nicht, unseren Kindern nicht, nächsten Generationen hilft es nicht, leider. Keine weiteren Windkraftanlagen, bis Herr Albig uns ein vernünftiges Energiewendekonzept vorlegen kann. Und mehr Abstand zur Wohnbebauung, das ist dann das Nächste. Ja, und ähnlich scheint die Stimmung hier auch im Saal zu sein. Das hat man gerade bei der Rede des Ministerpräsidenten am Applaus gesehen. Mal haben die einen geklatscht, mal die anderen. Beide verbindet eines. Beide richten ihren Appell an die Landesregierung. Wir hatten vor der Veranstaltung die Gelegenheit, mit dem Ministerpräsidenten zu reden. Der Ministerpräsident, des Oberverwaltungsgericht hat ja im vergangenen Jahr beschieden, dass eine Gemeinde nicht einfach nur sagen kann, bei uns wird keine Anlage erbaut. Sie haben im vergangenen Jahr auch gesagt, dass es eine zentrale Aufgabe jetzt sein wird, die Akzeptanz der Bürger zu sichern. Wie soll das geschehen? Indem wir ein rechtssicheres Verfahren entwickeln, ausstellen. Wir mussten es in der Tat wieder komplett neu entwickeln. Wir sind dabei. Unter großer Beteiligung aller, wie hier heute auch, sowohl derjenigen, die das sehr skeptisch sehen, als auch derjenigen, die sagen, das muss viel schneller gehen. Wir müssen das sehr ernst nehmen, was das Gericht sagt. Wenn wir das nicht einhalten, dann werden wir wieder scheitern und das können wir uns nicht erlauben. Wir haben eine große Aufgabe in der Energiewende. Dazu gehört die Bereitstellung von Windenergie. Wir werden das Ziel, Deutschland ohne Atomstrom auch industriell voranzubringen, ohne Wind nicht leisten können. Deswegen brauchen wir Wind. 300% dessen, was wir in Schleswig-Holstein selber benötigen, wollen wir produzieren. Das ist unser Beitrag zur Energiewende. Das verlangt vielen viel ab, das weiß ich. Aber wir müssen sehr sorgfältig arbeiten und hier geht Sorgfalt vor Geschwindigkeit. Was können Gemeinden tun, wenn sie es nicht haben möchten? Also erstmal müssen sie sich einbringen in die Diskussion. Wir sind in einem Prozess, wo wir Vorranggebiete definieren. Wir werden Ausschlusskriterien haben, wir werden harte und weiche Faktoren haben, wir werden Abwägungskriterien haben und wir werden die zur Diskussion mit allen stellen, die sich da berufen fühlen und insbesondere die kommunale Familie ist berufen. Und das ist ganz entscheidend für uns in dem Prozess. Abschließend vielleicht nochmal die andere Seite. Einige sagen, der Ausbau stockt. Wir haben es auch in den Tönen gehört. Während im Juni noch 47 Anlagen genehmigt worden sind, waren es im Juli nur noch 5, im August gar keine mehr, im September 4 und im Oktober eine. Also haben wir einen Genehmigungsstau? Wir haben keinen Genehmigungsstau. Wir haben eine Veränderung des Prozesses. Wir müssen den Prozess rechtskonform hinbekommen. Wir sind auf sehr glatter Straße. Das heißt, wir müssen eher langsamer fahren. Wenn wir nicht langsamer fahren, dann kommen wir von der Straße ab. Ich bremse nicht, das muss man mir wahrscheinlich gar nicht vorwerfen wollen, weil ich keine Windenergie will. Ich will sie, aber ich will sie so, dass sie rechtssicher ist. Und bis wir das Verfahren wieder sauber aufgestellt haben, das wird Mitte des Jahres mit einem Kabinettsbeschluss weitgehend erreicht sein, werden wir langsamer sein. Dazu gehören auch solche Zahlen. Vielen Dank, Thorsten Erbig.
Nach der Sommerpause sollen die Entwürfe für die Regionalplanung in die ersten Anhörungen. Dann wissen wir vielleicht etwas mehr über die tatsächlichen Ausbauflächen für Windenergie.